Hallöchen Leute, willkommen zurück zu God of War. Wir sind mit Kratos weiter auf dem Weg und auf der Suche nach Pandora und nun sind wir hierher gelangt. Ah, und ich sehe schon, was wir machen müssen. Ich vermutete es zu sehen. Ach so. Ja, okay, gut. Manchmal muss man einfach im richtigen Winkel stehen und bekommt als Belohnung ein Gorgonenauge. Okay, was sollen wir nun tun? Okay, hier haben wir... Ah, stimmt, am Hebel ziehen. Ja, entschuldigt bitte, ich musste gerade den Spielstand neu laden. Die letzte Session ist jetzt 4 oder 5 Tage her. Da kann man sowas gerne mal vergessen. Auf geht's. Wir haben etwa 7000 Orbs, die würde ich auch direkt schon mal... Oh, Skorpione. Die würde ich sofort gerne mal einsetzen wollen. Oh Mann, wir haben... Es ist ziemlich spät am Abend. Ah, okay, gut, wir brauchen 8000, schade. Ja, wie gesagt, einen kurzen Moment brauche ich, um reinzukommen. Bam! Und eine weitere Phönixfeder. Okay, ist es einfach nur Hitze oder? Ja, nee, sieht so aus, als gäbe es hier doch nichts. Ja, ist das paranoid, wenn man sich die ganze Zeit nach sowas umschaut oder gibt es dafür einen anderen Begriff? Wenn man es vorsichtig sagen würde, würde man sagen, man ist halt umsichtig. Dass man da bloß nichts verpasst. Der praktischste Aufzug aller Zeiten. Okay, mal kurz in die Richtung laufen. Nee. Es ist so arg dunkel an einigen Stellen. Ah, noch etwa 300 Orbs. Oh Mann, wie viele sind denn da hinten, bitte? Oh! Ja, wenn man von Sternzeichen Skorpion ist, tut das schon so ein kleines bisschen weh. Ach komm, ein bisschen Holz kann er doch kaputt machen. Notizbucheintrag. Das Herz des Labyrinths hängt an der großen Kette, im Gleichgewicht zwischen dem Hades und dem Olymp. Sind wir da nicht hochgeklettert?
Gerät eine Seite ins Schwanken, wächst oder fällt die Macht des Labyrinths entsprechend. Das Gleichgewicht ändert sich auf ewig. Und wie immer werden die Menschen die Leidtragenden sein. Daedalus, Tag 3674. Die Höhlen. Geschenk des Hades, flüssiges Feuer, das kommt zuerst. Dann das Geschenk des Boreas, den Eissturm, der gibt mir die Macht, mir meinen Sohn zurückzuholen. Hallo! Okay, ich muss hier definitiv ausweichen. Oh, ich wollte gerade... Oh Gott, die haben... Okay, gut, die haben über Kreuz gehauen. Nein! Ein bisschen Leben, bitte. Ach, kommt her. So, komm her, Kumpel. Alter, wie lange der Zyklop durchhält. Noch ein bisschen. Okay, so super lang hat er es aber auch nicht durchgehalten. Nein, 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 nein. Oh, ich habe mich gerade am Auge gekratzt. Ich dachte, ich müsste drei Treffer landen. Oh mein Gott, wie viel. Wäre echt top, wenn man für die Kills Leben zurückbekommen würde. Hey, was? Alter, ich lebe noch. Alter! Bald ist mein Sohn wieder bei mir. Es ist erbaut. Meine Berechnungen sind fertig. Sie sind korrekt. Es gibt keinen Zweifel an meiner Loyalität. Also das war wirklich knapp. Krass.
Okay, als allererstes mal abspeichern. Moment, warum sind ganz oben auch neue Speicherstände und ganz unten auch? Hä? Na gut. Okay, erstmal leben. Zeus schaut ewig über meine Schulter. Auch wenn er fort ist, kann ich ihn spüren. Das Herz des Labyrinths scheint ein Schloss und ein Schlüssel zu sein und die Richter des Hades der letzte Riegel. Aber ich schwöre, bekomme ich meinen Sohn nicht zurück, so wird es bloß Chaos und Zerstörung freisetzen. Daedalus, Tag 3287. Okay, übrigens, wir werden die Nemesis-Peitschen maximal verbessern jetzt. Und ich muss meinen Lautsprecher... ...möglichst zuhalten. Okay, Viereck gedrückt halten, Dreieck gedrückt halten und der Nemesis-Zorn ist ebenfalls stärker geworden. Und die Verbannungsklingen, gut, die sind eh schon auf Maximum. Und wir haben noch weitere Orbs. 3155... Können wir direkt was verbessern? Ah, die nemeischen Löwen, die Hermesstiefel brauchen wir nicht unbedingt. Ah, der Helioskopf ist auch langweilig. Ah, die nemeischen Löwen wären eigentlich ganz interessant. Noch hier wieder. Ich muss kurz ruhig sein. Und schön den Controller sprechen lassen. Okay, wohin nun? Ah. Ja, okay, bei so einer Wand ist es aber auch echt unerwartet. Weitere Experimente mit Hydrauliken sind gescheitert. Diese Arbeiten übersteigen alles bisherige. Hoffentlich enthüllt mein Ausflug in den Hades... Hoffentlich enthüllt mein Ausflug in den Hades, um die Arbeit der Richter zu prüfen, eine neue Energiequelle. Oh Gott, okay, der Satz ist echt komisch gestellt. Ich hätte eine neue Energiequelle einfach vorangestellt zum Nebensatz, der mittendrin eingebaut ist. Ich habe von einem Feuer gehört, das reiner ist als jede sterbliche Seele. Mit jedem Scheitern entgleitet mir mein Sohn mehr und mehr. Daedalus, Tag 275. Ja, da noch die frühen Leiden von ihm. Und eine weitere Phönixfeder. Da wir kaum Magie hatten, perfekt. Denn jetzt wird die Magie wieder aufgefüllt, oder wurde sie aufgefüllt. Okay, ich kann nur den Hebel ziehen. Dieses mechanische Schloss strahlt große Hitze aus. Hallo? Im Moment kann es nicht aktiviert werden. Okay. Yeah!
Ah, der lebt ja noch. Dieser Mistkerl. Warum bleibt eigentlich rechts unten das Symbol immer eingeblendet in den Kamerafahrten? Das finde ich ein bisschen schade. Ja gut, brauchen wir... Gut, wir brauchen eigentlich nur Gesundheit. Ich habe Boreas Eissturm verloren. Er sollte dein Geschenk sein. Mein Sohn wäre der Meister des Labyrinths gewesen. Die Suche geht unablässig weiter, doch die Riesenskorpione werden täglich dicker. Ich befürchte das Schlimmste. Daedalus, Tag 4598. Das erste Mal von Daedalus habe ich tatsächlich in einem Uncharted-Buch gelesen. Uncharted, das vierte Labyrinth. Hey, gleich reden wir gerne weiter über Uncharted. Ach, come on. Ich konnte... Nein! Ach komm, jetzt muss ich es andersrum machen. Puh. Okay, beim dritten Mal ging's gut. Ja, Uncharted, das vierte Labyrinth. Ist ein okayes Buch auf jeden Fall. Das Coverbook. Also das Cover vom Buch, das Cover Art, zeigt eigentlich, okay, der Autor oder derjenige, der das Cover designt hat, der hatte eigentlich keine Ahnung von Uncharted. Ist ja meist nicht der Autor, ja, aber trotzdem die Kritik muss sich das Buch gefallen lassen. Aber gut, es geht ja um das Buch an sich primär und da muss ich sagen, oh, ich dachte, wir werden vielleicht nach oben dadurch transportiert. Da muss ich sagen, ja, ist eine nette Abenteurergeschichte. Nichts überragend Gutes, aber auch nicht übel. Kann man sich mal anschauen. Kein Vollflop wie die meisten Videospiele als Film oder so. Aber die Situation gerade eben war auch strange. Also, wir wurden versteinert einige Male und das ist so eine Situation, entweder du stirbst komplett oder du kommst fast unbeschadet raus. 1250 rote Orbs. Krass. Seine Größe ehrt die mächtigen Götter, für die es erbaut wurde. Seine tödlichen Fallen erinnern an die Sterblichen, die es erbaut haben. Das Labyrinth. Naja, Götter können auch sterblich sein.
Oh Mann. Alter. Komm her. Okay, ganz kurz. Jawohl. Auf geht's. Autsch. Oh Mann. Komm, ich bin doch ausgewichen. Mann, die nerven sowas von den kleinen Viecher. Oh Mann, der hat alle Beine regenerieren können. Wir sparen ihm auf jeden Fall den Besuch zum Zahnarzt. Wer keine Zähne hat, der muss sich keine Sorgen um sie machen. Oh. Gott. Widerlich. Ja, ich wollte gerade die Schuhe unseres guten Freundes Hermes nutzen. Kommt mal her.
der mich da erwischt hat. Was soll das? Nein! Oh nein! Oh Gott! Ja, sehr gut. Guter Checkpoint. Oh nein! Ah. Ja, komm! Boreas Eissturm. Dieses Juwel birgt den eisigen Atem des Nordwindes. Du hast Boreas Eissturm gefunden. Er ist der Schlüssel zum Rätsel des Labyrinths. Okay, schade, da war doch nichts. Was für Riesenbauten, ne? Die Frage, wer braucht sowas? Und eine weitere Phönixfeder. Ah, greif sie doch an! Greif sie!
komm schon, was soll das denn? Ich verstehe manchmal immer noch die Angriffe von der... Dingens nicht. Sind es Medusas? Keine Ahnung. Jawohl, schön von der Plattform gekickt. Okay, komm schon. Jawohl. Puh. Okay, nice. Was jetzt? Ah, jetzt geht's quasi dahin weiter, wo wir vorhin nicht weitergekommen sind, wo das Wasser war. Okay, Leute, dann speichern wir an der Stelle nochmal ab. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei God of War 3. Macht's gut!